So, servus Leute und willkommen zum nächsten, ja, Battle. Und diesmal bin ich wie immer nicht alleine, aber diesmal sind wir auch nicht zu zweit, sondern es sind vier Leute da. Und die stellen sich jetzt mal nach und nach am besten vor. Okay, hallo, dann fange ich mal an vielleicht. Okay. Ja, ich muss mich in den Vordergrund drängen, tut mir leid, Aloha, hier ist Papa la Papa. Der Quotenstar. Okay, und hier ist Juckpulver. Und hier ist Simsa. Jo. Yay, Simsa! Yay. Jetzt brauchen wir eine jubelnde Menge von 200 Leuten im Hintergrund. Ich imitiere 20 Leute. Hey. 199, die 200. bin ich. Bitteschön, ich will hier mit eingeschlossen werden. Ja, und was machen wir? Das steht natürlich wie immer schon im Titel wahrscheinlich, aber das kann ich jetzt mal allen hier zeigen. Es geht um ein Quiz. Und zwar den Wer wird Gillionär? Ha! Ich dachte, wer macht den Schenkelklopfer? Aber da hast du ja schon gewonnen. Ist ein geiler Witz. Badumdusch. Ja, unfassbar, ha? Ich hab's vorher Zockerquiz genannt, aber ich fand den Namen irgendwie cooler. War nicht Gilmar so ein Sänger mit langen Haaren? Gilmar? Gil. Ich dachte, Gil ist der Roboter aus Dragon Ball GT. Nein, Gil ist doch die Währung bei Final Fantasy. Yay, Simsa hat den ersten Punkt gemacht. Wow. Jo, das war schon eine Frage? Ja, hatte mich ja. Hm? Das war schon eine Frage? Eigentlich war es keine Frage. Ich habe gedacht, ihr wisst es, aber. Ja, ich wusste. Simsa war die Einzige, die es richtig beantwortet hat. Ich wollte einfach nur lustig sein, aber das kam ja nicht. Ach so. Ja, sorry. Wir sind zu schlecht. Simsa gewinnt sowieso. Richtig. Am Ende gewinnt sie. Ich würde sagen, wir sollten Katharsis nicht die Show stehlen. Das ist kein Problem. Das wird eh ziemlich rund gehen hier in dem Video. Also, worum geht es? Es ist ein Quiz. Es sind 6 verschiedene Themen, die ich hier der Reihe nach stehen habe. Nintendo, Musik. Das dritte Thema ist Und was nun? Das ist aus dann Octalus. RPG. Octalus? Das ist aus Octalus. Alter, hieß es Und was jetzt? Tut mir leid, mach weiter. Okay. Was? Du hast aus Octalus geklaut, gib's zu. Ich gebe es zu. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber ich gebe es zu. Ja, Thema 4 ist RPG, 5 ist Film und 6 ist, da habe ich mir das Tolles einfallen lassen und ich nenne es Zufall. Einfach deshalb, weil mir nichts eingefallen ist. Also ja, nicht Einfall, sondern Zufall. Genau, exakt. Zufall, Einfall. Zu jedem Thema gibt es insgesamt 5 Fragen. Auch hier aufsteigend bewertet von 100 bis 500 Punkte. Ähnlich wie bei Jeopardy, aber das kennt heute wahrscheinlich kein Mensch mehr. Wieso eigentlich nimmt man so komplizierte Zahlen wie 100 und man kann doch auch einfach 1, 2, 3, 4, 5 nehmen? Kann man, ja, aber ich... Aber was ich schön finde, Katharsis, ist, dass du das quasi in deinem Corporate Identity Design gehalten hast. Also, dass man auch erkennt, es ist okay, wir sind hier bei Katharsis, alles klar. Ja, es muss schwarz-weiß sein. Ja. Andere Farben kenne ich nämlich nicht. Ist richtig. Wobei, es kommen noch andere Farben vor. Ui! Ja, und... Nicht schlecht. Du jugendlicher Extremist, du. Ja, aber die habe dann nicht selber ich gemalt, sondern rein kopiert von externen Quellen. Die ich hier nicht näher benennen will. Ist aber nicht ganz symmetrisch hier. Das muss doch symmetrisch sein. Ja, aber stimmt, kennst du nichts. Da fehlt ein Millimeter, das ändere ich noch extra für dich. Tja, eure tolle Währung, wie viel Geld ihr besitzt, steht auch schon unten. Moment mal, sind nachher unsere Punktzahlen schon als Bilder vorgefertigt? Derzeit ja. Und später wird es abgedatet auch, aber... Jetzt habe ich die Illusion zerstört, tut ja, mir leid. Ja, die Illusion, ja. Dass das alles perfekt läuft hier. Nein, das wird... Inoffiziell wird es mit Paint einfach drüber gemalt. Mit Ink. Mit Ink? Ink? Nein, ich möchte, dass du das später mit dem Windows Movie Maker Frame by Frame wegeditierst. Genau, weil ich... Mach ein Making of davon. Ja, das wird das spannendste Video, was ich je gedreht habe. Jo, und geantwortet wird nacheinander. Ich habe jetzt keine Entscheidung, wer anfängt, also das macht ihr unter euch aus. Können wir Stein, Schere, Papier machen? Ja, genau. Siehst du, ich mach gerade einen Stein. Ich habe gewonnen. Genau, in 3, ihr sagt jetzt an, und zwar in 3, 2, 1 und? Du. Also ich habe eine Schere. Ich habe einen Stein. Das wäre jetzt gut, dass es gleichzeitig kam. Okay, lassen wir es. Ich sag jetzt einfach. Mach du. Du bist der Moderator. So wie es unten steht. Ist das ist doch kein Problem. Das passt. Juckpulver fängt an. Okay, was muss ich machen? Aber wollten wir nicht noch erklären, wenn jemand gewinnt? Ich gehe noch die Reihe noch durch. Ich habe noch Kleinigkeiten vergessen. Ah, und zwar, es gibt 2 Joker. Okay. Einmal der hieß Nageln, aber der eine Joker geht darum, man kann andere Leute dazu zwingen, die eigene Frage zu beantworten, wenn man selber keine Ahnung hat. No Jack. Genau. Gut erkannt. Und die
Ich wollte den auch gar nicht reinbringen. Ich wollte den Joker fragt die Lena nehmen. Aber die Lena ist nicht da. Die Lena ist im Iran. Hm. Also, der Nageljoker. Und der zweite Joker ist, ja, zweite Chance. Das heißt, ihr kriegt 4 Antwortmöglichkeiten bei jeder Frage. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr den zweite Chance Joker einsetzen. Und wenn ihr beim ersten Mal falsch ratet, ist es nicht weiter schlimm. Denn dann habt ihr noch eine zweite Chance. Ja. Was ist denn der erste Joker nochmal? Der hat doch Rapper hat gerade da habe ich gerade war ich abwesend. Ich habe das ist der Joker nicht zugehört. Gut. Also der erste Joker ist der You Don't Know Jack Nagel Joker. Das heißt, wenn man keine Ahnung hat, wie die Frage ist, kann man die Frage einem anderen zuteilen. Das heißt, Juckpulver, du kannst zum Beispiel sagen, du hast keine Ahnung, du wirst jetzt das Parappa die Frage für dich beantwortet. Also. Das macht deshalb Sinn, weil wenn man die Frage falsch beantwortet, gibt's Minuspunkte. Wenn man jetzt eine 4. Man kann auch Minuskill haben. Yep. Oh Gott, Entschuldigen. Ja, das ist, muss ich wird genau, nicht mein Problem sein. Bezahlen, wa? Das ist einfach deshalb der Fall, weil ansonsten wird ja jeder ein 500er nach dem anderen abgrasen, weil das die meisten Punkte gibt. Deshalb gibt's auch Negativdinger. Jo, und der zweite Joker ist zweite Chance, das heißt, es sind immer 4 Antwortmöglichkeiten. Und mit dem zweite Chance Joker, den kannst du vorher einsetzen. Dann kannst du einmal raten und falls es falsch ist, hast du immer noch eine zweite Chance. Das heißt, es wird daraus praktisch eine 50-50 Sache. Mhm. Okay. So, alle Unklarheiten beseitigt? Oh ja. So aus. Gut, dann bleibt jetzt die Frage an euch. Worum wollt ihr spielen? Darf ich anfangen? Mhm. Also wenn ich gewinne, dann müssen Juckpulver und Simserin ein Duett singen. Und zwar den 50er oder 60er Jahre Schlager Wumba Tumba Schokoladen-Eisverkäufer aus dem All. Wenn ich gewinne, dann müssen Juckpulver und Parappa zusammen ein Let's Play together machen von dem Spiel Mau Mau. Achso, bin ich dran. Wenn ich gewinne, dann muss Parappa und Simserin eine Let's Review Together von Rocky und Bullwinkel machen. Okay, Deal. Gab's das nicht schon? Nee, das hatten ich und Juki mal zusammen ausprobiert in Berlin damals. Ach, stimmt, das war nur ein Test, ja. Und das soll eine Let's Review Together werden. Mhm. Ja, okay. Das wird interessant. Simser, du zeichnest das Spielmaterial auf und ich schreibe dann irgendwann was dazu. Okay. Simser, du darfst es dann spielen, ja, komplett durch, also alle Level. Ich habe das Spiel sogar schon weit gespielt. Ich glaube, ich habe sogar schon halb durchgespielt. Ja, du hast doch mit Trainer gespielt. Ohne Trainer, nein, und ohne Safe States. Nein, ich habe ohne alles gespielt. Ohne alles? Ja. Sie hat ohne alles gespielt. Deshalb ist sie so weit gekommen, nicht wie wir. Döner. Stimmt, wir hatten ja Hilfe, war vom Bier und von irgendwas anderes. Du hast ja irgendwas anderes Pizza getrunken. Das Pizza Bier hat geholfen, genau. Ich hatte Desperados noch gekauft. Genau, Desperados, ja. Hat auch sehr geholfen. Also mir hat das vor allen Dingen bei der Musik, weißt du, die wirklich sehr eindringlich ist. Wie am Sonntag, gell? Das Bier hat geholfen. Ja, oh ja, na gut, da hat's mir nicht geholfen. Da war zu viel. Waren es wirklich 2? Simson meinte, es wären 2 gewesen. Wollen wir anfangen? Wir fangen an. 2 Bier? Na, passt schon. Ein paar mehr. Hast du mir was Falsches erzählt? Gut. Ich habe überhaupt nicht erzählt, dass es 2 waren. So, das dann weißt du nur nicht mehr. Das wird ein langes Video. Das weißt mehr als 2 waren. Das wird ein langes Video. So, also, machen wir doch endlich mal die erste Runde. Juckpulver, du hast die freie Wahl. 30 Fragen. Jeder kriegt 10 ab. Der Reihe nach. Dann nehme ich RPG 200. Wollte ich nehmen. Siehst du, hättest du mir nicht gesagt, dass Juckpulver anfangen soll. RPG 200. Welcher Gegnertyp ist bei RPGs am häufigsten vertreten, da er in jedem 0815 RPG zu Beginn des Spiels auftauchen muss? Da würde ich sagen, die Fledermaus. A. Zombies. Ach scheiße, da war ja schon. Ach Gott, da kommt. Ach ja, der Anfang. B. Ratten. C. Wölfe. Oder D. Drachen. Dann würde ich C. Wölfe nehmen. Endgültig? Ja. Nee, es sind die Ratten. Was? Es war im Game Pro war das, glaube ich, die wirklich mal gezählt haben. Das sind ja alles 3D-Spiele, so das Spiel spiele ich gar nicht.
Okay. 2D-Spiele war das früher auch. Allein RPG-Maker. Was denkst du, wie viele Wölfe oder wie viele Wölfe und wie viele Ratten es gibt? Jedes Spiel hat dumme Ratten im Spiel. Also weil man einfach am Anfang am meisten mit denen leveln kann. Also ich habe es jetzt immer nur Wölfe, aber ist okay, gut. Fängt gut an. Fängt gut an. Das fängt MR-Ratten, genau. So. Hat er jetzt nicht gut, minus 200 Punkte? So, doch, hat er. Gefühlt im Minus 200. Es wird hier. Oh Mann. Oh! Das sieht wunderschön aus. Ich sehe, du machst meiner Computer Konkurrenz. Ja, es muss momentan. Bissel doof. Parappa, du bist dran. Also da ja bei Pokémon meine Lieblingsattacke immer das Metronom war, nämlich Zufall. Und zwar 500. Du gibst echt Gas. Ja, ich will einfach mal gucken, was hier so der Stand ist. Was so kommt, ja. Zufall 500. Wie nennt sich die Gemeinschaft, die die Charaktere Fisoduck, Quackerjack, Megavolt, Benny Buxbaum und der Liquidator in der Zeichentrickserie Darkwing Duck? Ach, geil, das hätte ich auch gewusst. A, faul, die fiese Organisation für Lumperei, B, Schusch, C, DFF, die fürchterlichen Fünf, oder D, DTDNSSAENGH. Ich sag mal ganz überraschend jetzt mal C. Wow. Ja, ich musste unbedingt die Antwortmöglichkeiten hier vorlesen. Der Buchsbaum ist wunderschön eingefügt. Ich habe kein Bild von ihm gefunden. Ich habe die Spiele farblich aneinander gemacht, aber Buchsbaum gab kein Bild von ihm. Das fand ich auch doof. Ich habe echt gesucht, wie blöd. Ja, ich glaube... Yay, spielst du dann später so Soundeffekte ein oder sowas? Das wäre eigentlich eine gute Idee. Mal gucken, wenn ich welche finde. Warum eigentlich nicht? So ein schönes Boing, irgendwas Positives. Also ein Boing. So ein Negativ-Ding fällt mir aber im Moment nicht ein. Ich möchte als Siegesjingle, wenn ich was richtig beantworte, You Gotta Believe von Parappa the Rapper haben. Also ist auch so ein Sound da. You Gotta Believe. Den finde ich garantiert. Ist ein Sound oder ein Lied? Das kommt im Intro vor, aber das kriegst du. Ja, das finde ich garantiert. Machen wir weiter. Simbarim, du bist dran. Musik 200. Überraschend Musik. Stimmt, mache ich jetzt eh falsch. Jetzt wird's du mit deiner Negativ-Einstellung, ja. Ludwig, du musst dir ein gute Laune aufbauen. Oh, Entschuldigung. Ach Gott, muss ich jetzt hier das Lied anschauen? Oh ja. So, Frag die Simsa. Jetzt tatsächlich ein Lied, und zwar zum ersten Mal eine von der Linksammlung hier. Das muss ich wieder spoilern, und zwar ihr kriegt den unten eingefügt. Das ist ein YouTube-Video, was ich draus gemacht habe, auf dem Zweitkanal. Okay. Die anderen kriegen das tonlich einfach im Video mit reingefügt. Ist bei euch jetzt in Skype in der... Dann müsst ihr jetzt still sein, solange ich das anhöre. Der Konfi. Oder weiß ja, ich kein Problem. Warte mal. Oh, warte, ich hab das in den Link verkehrt. Oh Gott! Warte, wie heißt das? Das ist Final Fantasy 10-2? Ja, wie heißt der Titel? Das ist Final Fantasy 10-2. Du kriegst Antwortmöglichkeiten. Real Emotion? Du kriegst Antwortmöglichkeiten. Ach so, ich warte mal kurz. 10 Melodies of Life oder die One Winged Angel. B. Oh Gott. B ist richtig. Ach, wie ich das lieb liebe. Traurig, dass ich das sogar weiß. Die Frage habe ich letzte Woche noch ganz schnell eingefügt, weil mir jemand das Lied gezeigt hat. Das war lustigerweise du. Ja. Insgeheim ist Simsa eigentlich doch ein richtiges Mädchen. Ja. Musst auch Mädchenspiele mögen. What can I do for you? 10-2 ist ein Mädchenspiel? Ja. Also laut Duke Pulver, ja. Ja, außer wenn du weißt ja, ich habe immer recht, und wenn ich nicht recht habe, habe ich trotzdem recht. Vom Fanservice her würde ich sagen, ein Jungspiel. Ja. Ja, stimmt, genau. Gab's da nicht den Ass-Counter von Dings? Von Spoonie. Von Spoonie, genau. Ich gehe jetzt nacheinander all seine Videos durch, ich finde das so genial, hey. Final Fantasy 8 habe ich jetzt mittlerweile, glaube ich, die Hälfte erreicht. Aber es lohnt sich echt. Ich finde die Videos genial. So, Juckpulver, du bist dran. Moment, ich muss den noch verschwinden lassen hier.
Du musst doch erst den Pokéball werfen, bevor du das sagst. Und, Juk, so, was ist deine Attacke? RPG 500, jetzt will ich's wissen. Boah. Schlägt sogar die Hydropumpe. Und den Hydrostrahl, gibt's den auch? Nee. Erst machst du oben die Hydropumpe rein und dann unten kommt dann den Hyperstrahl, den gibt's. Was war eigentlich nochmal die Kategorie und was nun? Ich hab nicht aufgepasst. Bitte? Jukova nimmt RPG 500. Ich weiß es zwar auch nicht mehr, aber ich möchte mich trotzdem aufhängen. Genau. So, das Necronomicon, auf Deutsch das Buch des Todes, ist die Erfindung von Horrorbuchautor H.P. Lovecraft, das um die Welt ging. Das Buch taucht in anderen Geschichten, Dutzenden Filmen und enorm vielen Spielen auf. Unter anderem als NPC bei Lufia, als Gegner in Secret of Mana, als Quest-Item in Baldur's Gate oder als erlernbarer Zauberspruch in Elder Scrolls Morrowind. Das weiß ich definitiv als Gegner in Secret of Mana. Da in der Mitte etwas vergrößert dargestellt. Korrekt. Ich bin jetzt fast auf Lufia reingefallen, das war gar nicht, das war ziemlich fies, die Frage. Ja, ich habe alles reingenommen, was irgendwie glaubhaft erschienen ist, aber das werdet ihr ja, noch Lufia häufiger. Hätte wir auch noch in der... Ja, bei Lufia gibt's ja einen Gegner, der ist Necronomicon. War das eine Ahnhöhle nicht sogar? Es war irgendein Kapuzentyp, hieß Necronomicon bei Lufia. Stimmt, diese grünen Viecher, genau. Aber nicht als Buch, wa? Nee, halt nicht als Buch. Es hieß nicht Buch des Todes. Also es war explizit nach Buch des Todes gefragt und nicht nach Necronomicon. Und es war ein NPC bei Lufia. Also die Person gab es definitiv nicht, da bin ich nachgeguckt. Nee. Das stimmt. So, Parappa, Juckpol, wollen die anderen holen auf? Film 300. Ich hoffe ja, ich bin parteiisch. Ich hoffe wirklich, dass du gewinnst, weil ich das Lied hören will. Unbedingt. Ich weiß, ich kenne das Lied nicht mal. Ich schick's dir nachher, du wirst deine Freude haben. Du wirst dich freuen, okay. Ja. Okay. Definitiv. So. Zettelwirtschaft hier. Jetzt froh, dass ich dich nicht um die Tanzperformance bitte, die in dem Musikvideo auch noch gezeigt wurde. zur Not würde ich das auch machen. Aber nee, musst du ja nicht. Das glaub, nur ich, gesagt ist gesagt, ne? Gesagt 300 ist was, ja? Problem, musst du nicht. Das ist auch, geht eher so in Richtung Ausdruckstanz. Okay, so wie Waldorf-Schule oder sowas? Ja, so ähnlich, kannst du sagen. Okay. Du hast Schokoladeneis. Bin ich ja sehr gespannt drauf. So, keines der folgenden vier Spiele wurde bisher wirklich gut verfilmt, aber eines wurde noch gar nicht verfilmt. Welches? A. Pokémon. B. Super Mario. C. Metroid. Oder, ja, D. Final Fantasy. Würde ich mal sagen C. Metroid. Metroid? Ja. Dann haben wir hier Super Mario Bros. Gibt's einen Real-Life-Film. Final Fantasy gibt's leider nur computeranimiert. Dafür zwei. Und Pokémon, ich will diesen Film haben. Es gibt eine Real-Life-Verfilmung von Pokémon. Ich will die haben. Aber Metroid gibt es definitiv nicht. Nein. Du hättest ja nicht mal bei Pokémon den Real-Life-Kram nehmen müssen. Es gibt ja 1000 Trickfilme davon. Ja, ich weiß. Ich wollte es anders formulieren, aber... Sieht sehr melancholisch aus, das Bild. Vor allen Dingen, die Pikachu sieht echt... Ich sehe es aus. Bitte, der Shigi ist ein bisschen durchgeknallter. Das Shigi ist ein bisschen was von Jason Voorhees irgendwie. Also am normalsten sieht echt noch Glurak aus. Hat sich auf jeden Fall gut Crack reingepfiffen, der Shigi. Und das, wer soll das links sein? Soll das Rocco sein? Ich glaube ja, Rocky, Misty, ja. Und hinten die beiden Team Rocket, nehme ich mal an. Das ist Team Rocket, das soll Team Rocket sein? Ich gehe davon aus. Die stehen so nebeneinander und Rücken an Rücken, das passt eigentlich. Die sehen aus wie polnische Billigdarsteller. Sieht aus wie so ein Bollywood-Movie. Ich bin Team Rocket, irgendwie. Und was ist das Ganze im Hintergrund? Diese Särge oder sind es Pokebälle? Poke-Särge vielleicht? Das sind Pokémon-Lunchpakete, irgendwie müssen sie sich auch ernähren, wenn es da keine Tiere gibt in der Welt. Ja, okay, da brätst du dir mal ein Taubsi, also. Was hält die eine von Team Rocket in der Hand? Das sieht aus wie ein Maschinengewehr. Ja, das ist definitiv wieder so ein Snipergewehr sogar. Maschinengewehr, dafür ist es zu kurz. Das dürfte wahrscheinlich so ein Sniper-Ding sein. Ja, es ist ja Hardcore-Pokémon. Ja, 2 Jahre Bundeswehr, wow. Gut. Das war Film 300. Ja. Dann rechnen wir nochmal die Punktzahl hier drauf. Das sieht... im Video alles viel cooler aus, als es hier ist. Ich weiß nicht, es sieht schon sehr cool aus. Ich nehme RPG 300.
krass hier echt alles auf. Einer nimmt Musik. Nee, es sind vier. Ihr mixt auch. Das an und was gut. Nun traut sich noch keiner ran. Ja, das kommt noch. Das wird dann ganz special gegen Ende. Freut euch drauf. So, was? Jetzt habe ich mich verklickt. Was ist eigentlich die Fähigkeit eines Rotmagiers? A. Sie erlernen die Zauber, die ein Gegner auf sie spricht. B. Zauber lösen Rotmagier nur dann aus, wenn sie sich im Nahkampf befinden. C. Rotmagier lernen nur statusverändernde Zauber. B. Oder D. Ja. Was ist denn D, ohne dass du siehst? Die können sowohl Schwarz- als auch Weißmagie erlernen, aber also bei Final Fantasy zumindest nicht alle Stufen. Aber ja, sind vielseitig und beherrschen mehrere Magieformen. Ich finde das Bild total cool. Sieht aus wie Nami mit einem roten Hut. Oder die böse Version von Robin Hood? Ja, dachte ich auch. Also für Nami ist es zu wenig Oberweite. Aber Unterweite hat sie ordentlich. Hat ja, es kommt darauf an, ob man den ersten Manga nimmt oder den 40. Der Unterschied ist... Es kommt eigentlich immer darauf an, was sie gerade trägt. Also wenn sie gerade in der Wüste das unterwegs ist, dann ist es halt ein bisschen größer. Das auch, aber ihr müsst mal wirklich den ersten, den letzten Band nehmen. Da sind einige Kilo dazugekommen. Das glaubt man nicht. Ja, Simsa ist auch noch hier. Was hast du dazu zu sagen? Nichts, ich bin ein Mädchen. Oh, ich bin ein Mädchen. Ich trotzdem meine eigenen. Wir erlauben dir trotzdem meine eigene Meinung, Simsa. Das war 500? Nee. 300. Nee, 300. Ein Glück ist unser Moderator so konzentriert. Ja, so konzentriert. Finde ich sehr gut. Sehen Sie, du hättest jetzt 2000 sagen müssen. Da hättest du jetzt übelst viel vorgelegt. Yuki! Dann nehme ich Musik 500. Gibt echt Gas. Es kann nach hinten losgehen. Ja, werde ich sehen. Ich habe aber nichts zu verlieren. Ich bin ja der Underdog hier. Gib mir mal ein bisschen Freiraum. Der Unterhund. Der Unterhund. So, die Frage. Jetzt kommt, glaube ich, wieder ein Lied. Ja, ihr kriegt wieder einen Link und die anderen kriegen gleich einen Musikgeschmack von einem Lied. Schneidest du diese Zwischenspiele eigentlich dann raus? Also, wenn du hier gerade Fenster schließt und Links verschießt? Ich habe gar keinen. Ja, das ist einfach. Ich habe gar keine Videoaufnahme gemacht. Das sind alles Bilder, die ich nach und nach einfügen werde. Ja, sicher. Aber ich meine, es ist ja unser Ton trotzdem aufgezeichnet. Damit müssen sie leben. Okay. So, und du schickst jetzt einen Link und ich muss da raufklicken, oder wie? Den ja. Ja, draufklicken wäre nicht schlecht, weil dann Musik rauskommt. Guck ich mal. Aus diesem PC-Apparat Dingsbums. Und währenddessen kann ich ja schon mal die Frage vorlesen. Oder ich lasse dich erstmal kurz rein. Genau, erstmal kurz. Aufhören. Es muss erstmal laden. Laden, laden. Okay. Klappt's? Ja, es kommt schon mal was. Ich glaube, ich kenn's, aber ich müsste die Frage erstmal hören. So, die Frage ist einfach. Welcher Song ist das hier? Die Mega Man X Storm Eagle Stage Theme. B, F-Zero Mute City Theme. C, Star Fox Corneria Theme. Oder D, Super Metroid Upper Brinstar. Ja, das ist definitiv A. Mega Man X. Ganz sicher? Ja, Mega Man X. Aber ohne die anderen Dinger hätte ich es auch nicht gewusst. Ich auch nicht. Ehrlich. Ja, ich wusste, das ist in die Mega Man X. Also hättest du jetzt gefragt, ist das Mega Man X oder Mega Man X2 oder Mega Man X3, dann hätte ich ganz schön alt auch ausgesehen auf jeden Fall. Ich bin hier nicht gemein. Ja. Auch wenn es eine 500er Frage ist, ich könnte auch sämtliche Level aus Mega Man, dann machen wir einfach 50 Antworten. Wie kannst du loslegen? Oder so Mega Man 7, Mega Man X, Mega Man X2 und Mega Man X3, da hätte ich blind drauf losgelegt. Und Mega Man 64. Genau, und Mega Man X5 für PlayStation gibt's ja irgendwie auch noch. Es gibt Mega Man 64, das wusste ich nicht. Stimmt, ja. So, wow. 800 Punkte zu 800 Punkten zu 500 Punkten. Ich würde jetzt sagen, Simsarim, hol auf, aber du bist ja leider nicht dran. Jetzt ist nämlich Parappa wieder an der Reihe. Ja, da muss ich auch nachlegen. Dann sage ich mal Nintendo 500. Jetzt geht's echt in die Vollen, die 500er.
werden abgegrast fliegen hier. Wie die Semmeln hier. Nintendo 500. Oh, das könnte dich zurückwerfen. Das ist vielleicht eine der schwersten Fragen, die ich hier im Feld habe. Wie ist die offizielle Übersetzung von Nintendo? Von dem Wort Nintendo? Okay, dann gucke ich mal die Antworten an. A. Alle unter dem Himmel. B. Lege das Glück in die Hände des Himmels. C. Glück und Freude in fremden Welten. Oder D. Fremde Welten erwarten uns alle. Puh, ich will jetzt nicht so tun, als hätte ich eine Idee. Aber ich sag mal so, ich nagel jetzt mal den Juckpulver. B. Aus B. der Pistole geraten oder geschossen? Geschossen. Wo weißt du das? Ist richtig. Gibt's ja nicht. Woher weißt du das? Weil ich's weiß, ganz einfach. Oh Gott, ich sehe Rock. Ich lese die Club Nintendo seit dem Jahre 1990. Da kam das schon mal öfter mal drin vor. Es gab eine Pressekonferenz und da haben sie das wirklich eins zu eins übersetzt. Aber das gibt mehrere Übersetzungen. Also das ist nicht hundertprozentig, aber das ist so wahrscheinlich die offizielle. Das ist die offizielle von Nintendo, ja. Jörg Pulver, du hast den zweistelligen Bereich erreicht, genau. Sag mal danke an Parappa. Ich applaudiere dir. Danke. Und Simlerim? Nehme ich Nintendo 200. Wobei, dann habe ich ja immer noch nicht aufgeholt, egal. Oh, das wird dir, glaube ich, nicht gefallen. Was kann man in dem Spiel Banjo-Kazooie nicht sammeln? A. Schlüsselfragmente. B. Puzzleteile. C. Noten. Oder D. Eier. Ich glaube, das... entweder A oder D. Also Puzzleteile, Noten kann man. Ich sag A. Sicher? Nee, aber ich sag's trotzdem A. Okay. Die Günther ja auch hier. So, Eier gibt's. Ja. Noten gibt's. Und Puzzleteile gibt es auch, ja. Schlüsselfragmente ist richtig. Es gibt sogar Schlüssel, weshalb ich das da hier ein bisschen umformen musste. Simsa liegt los, aber es sind kleine Punktzahl. Aber hey, mühsam ernährt sich das Eich, Simsa. Na, ich und Juckpulver werden irgendwann voll auf die Fresse fliegen hier mit unserem... ja, wahrscheinlich richtig, ja. Ja, so schlimm kann es nicht mehr sein. Es gibt ja nur noch 2 500er Fragen hier. So. Dann nehme ich und was nun 300. Einfach mal probieren. Was immer das sein soll. Ich kann jetzt schon sagen, dass wir wieder einen Link geben. Ein Link? Ein Videolink diesmal. Ist keine Audio-File, sondern eine Videodatei. Uiuiui. Bring endlich Pikachu in Sicherheit! Bin schon unterwegs! Ich bin schon sehr auf die Frage gespannt. Ja, die Frage ist. Aber ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ich kann mir schon denken, in welche Richtung das jetzt geht bei der Kategorie. Mein Gefühl sagt mir, ich hätte das nicht nehmen sollen. Okay. Alle angeschaut? Ja. Ja, die Frage ist einfach. Wie verteidigen sich Ash und Pikachu gegen Team Rocket? A. Ihr Boss ruft an und beordert Team Rocket zurück. B. Ein riesiges Relaxo findet seinen Schlafplatz direkt über Team Rocket. C. Pikachu ruft seine riesige, unaufhaltsame Pikachu-Armee zu Hilfe. Oder D. Sie verteidigen sich gar nicht. Pikachu wird entführt und teuer verkauft. Das weiß ich überhaupt nicht. Deswegen gebe ich die Frage an... Als kleinen Hinweis kann ich geben, es war das erste Zusammentreffen zwischen Ash und Team Rocket in Folge 2. Das hilft mir auch nicht weiter. Dann gebe ich diese Frage an meinen hochgeschätzten Kollegen Parappa weiter, der das bestimmt wissen wird. Also, ich mache jetzt einfach mal mit Ausschlussverfahren. C und D vermute ich mal nicht. Obwohl, D? Wird teuer verkauft, vielleicht wird es dann, ich weiß ja nicht, ob es dann zurück erobert wird. Ich sag mal, Relaxo kam, glaube ich, so früh noch nicht. Ich sag einfach mal A. Ich bin jetzt für A. Sicher? Ja.
Dann seht ihr hier die Antwort auf die Frage. Ich hätte es gewusst. Das heißt, es ist falsch? Verdammt. Ich glaube, ich hatte die sogar als Buch. Es ist so ein dumme Lösung, meiner Meinung nach. Aber hey, warum nicht? Oh, dammit. Das war zu der Zeit, als man Pokémon geguckt hat. Ja, viel weiter habe ich auch nicht geguckt. Doch, der Endkampf an den, nicht die Top 4, aber dieser Endkampf da im Pokémon-Stadion gegen Eri und dann, der Freund vom, der Freund von Ash, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich konnte ja nie komplett gucken, weil wir hatten keinen, Wir hatten ja damals nichts. Ja. Wir hatten nur drei Programme. Wir hatten ja nichts damals. Alle der gleichen Meinung. Wir hatten ja wirklich nichts. Ich hatte dann nur drei Programme damals, als Pokémon noch lief. So, ich würde sagen, Juckpulver hat es mir jetzt mal so richtig hart gegeben, würde ich irgendwie so. Aber hart. Aber ich hätte es definitiv Hammerhart. Nicht gewusst. Ich habe die Folge zwar gesehen. Das merkt also, man sich, glaube ich, auch nicht. Eben, ich hab die damals nicht geguckt, die Folgen, aber es ist. Also die Kategorie ist jetzt für mich Weihwasser. Also. Weihwasser? Na, nee, das Gegenteil. Was ist das Weihwasser, wenn du das Weihwasser auf einen Zombie machst? So ungefähr ist die Kategorie. Ach so, ja, okay, das ist dann ziemlich tot, ja. Na, sei denn, es kommen, sind da noch andere Sachen außer Pokémon. Es kommen noch andere Sachen, keine Angst. Okay. So, Paraba. Da bin ich ja mal gespannt, dann nehme ich, und was nun 500? Die vorletzte 500er Frage. Und wer hätte gedacht, ihr kriegt wieder einen Link? Schubididu. Und zwar, hier ist die Fragestellung. Das ist das Reich von Drachen Volvagia. Ich wollte ihm die Leviten lesen, aber du hast nun meinen Hammer. Also. Also? Oh je. Alles soweit geguckt? Ja. So, das ist ein Ausschnitt aus einem YouTube-Video, The Real Legend of Zelda. Und die Frage ist, wie wird Volvagia letztendlich bezwungen? A. Blinde Flucht, bis sie vor Erschöpfung umkippt. B. Navi wird als Wurfgeschoss zweckentfremdet. C. Ein gezielter Schlag mit dem Stahlhammer. Oder D. Eine Flasche mit Wasser zerbricht und löscht den Drachen. Ich habe erstmal keine Ahnung, das ist schon mal ein guter Anfang. Dann verplemper ich doch gleich mal mein zweimal Joker und versuch einfach mit viel Glück das irgendwie dadurch das zu überleben. Dann sage ich zuallererst, Navi wird als Wurfgeschoss zweckentfremdet. Und die zweite Antwort? Wenn das nicht stimmt, dann nehme ich D, die Flasche mit Wasser. Dann schauen wir uns doch mal die Lösung an. Hier ist der Link für euch. Ich wünsche viel Spaß. Ich hoffe, ihr steht auf etwas makaberen Humor. Fuck. Okay, Link, hier ist der Plan. Link? Du musst ihm zeigen, wo der Hammer hängt! Mach dir da! Alter, ey, nee, oder? Hier ist's ungemütlich genug, mit der ganzen Lava und dem Scheiß. Und dann kommst du einfach her und furzt her... Ernsthaft, das war eklig. Na gut, dann bin ich wieder arm. Krank, aber ich weiß nicht. Ja,
Punkt. Ich wusste gar nicht, was sowas existiert. Man lernt nie aus. Es gibt eine ganze Serie davon. Aber wie du gesehen hast, ist es auch gut so. Das stimmt. Das stimmt. Aber insgesamt, ich finde die Serie echt gut. Es gibt ein paar Dinge unter der Gürtellinie, aber insgesamt, ich mag die. Ich hoffe, sie drehen auch weiter, ich weiß es nicht. Oh, Simsa! Ja, ich bin dran. Ich nehme Musik 400. Und ihr kriegt wieder einen Audio-Einspieler? Yay! Ole, ole. Ole. Okay, Frage. Ich wüsste jetzt auch auf Anhieb nicht, woher es ist. Ja, aus welchem Spiel bzw. Level stammt dieser Soundtrack? A. Rusty Bucket Bay aus Banjo-Kazooie. B. Dire Dire Dogs aus Super Mario 64. C. Gloomy Galleon aus Donkey Kong 64. Oder D. The Great Bay Temple aus Majora's Mask. Na toll. Die ganzen Spiele habe ich gar nicht gespielt, außer Super Mario 64. Da hast du schon mal was du ausschließen kannst. Ja. Okay, es klingt aber nach Banjo-Kazooie, finde ich. Irgendwie. Ich sag Banjo-Kazooie. Also Banjo-Kazooie habe ich schon... warte mal kurz. Ich habe nämlich nur den Anfang gespielt von Banjo-Kazooie. Das kann ich sagen. Bucket Bay war ziemlich am Schluss. Na okay, dann kenne ich es nicht, das Level. Dann sage ich trotzdem... Das vorletzte Level war das. Dann sage ich trotzdem A. Das ist bestimmt verkehrt. Ich habe eine Idee. Ich habe da noch einen Joker, oder? Ja. Ja, dann frage ich Parappa. Du fragst mich? Ja. Du fragst Parappa, der alle vier Spiele gespielt hat? Genau. Gut. Parappa, deine Chance. Es gibt einen Grund, warum es wie Banjo-Kazooie klingt, weil es vom selben Hersteller ist, aber es ist Gloomy Galleon aus Donkey Kong 64. Er weiß es. Oh, bin ich doof? Ich habe gerade falsch gedacht. Egal. Er weiß es. Ich habe gerade unlogisch gedacht, ist egal. Da ist also, du dachtest, die Antwort ist jetzt für dich. Ja, das war jetzt doof. Das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Da sind die Noten dazu. Oh, sogar die Noten. Kann ich ja füllen. Das ist die richtige Antwort. Ich hab's einfach mal gefunden und ganz früh einer der ersten Treffer war gleich die Noten dazu. Das war jetzt ein sehr dummer Fehler von mir. Ein bisschen. Das nächste Jahr kriegst du dann auch mal jedes so viele Mettbrötchen von mir, wie du willst. Was für Brötchen? Mettbrötchen. Leckere Brötchen, die dir bestimmt schmecken werden. Ja. Lecker. Über Toast Hawaii ohne Schinken und Ananas. Ach stimmt, du isst Toast Hawaii ohne Schinken und Ananas. Nicht mal Ananas? Warum keine Ananas? Weiß ich nicht. Toast Hawaii ist bei ihr Toast mit Käse. Ich glaube auch. Wobei Simsa und ihre Familie mögen ja so Sachen wie Wirsing oder Blumenkohl oder... Wirsing ist lecker. Kohlrabi. Kohlrabi esse ich roh. Pur. Ich bin sehr allein, ich sehe schon. Rote Beete, Das ist mein Ding. Rote Beete ist mein Ding. Habe ich neulich ein ganzes Glas einfach so, habe ich Heißhunger gehabt, habe ich einfach verputzt. Ein ganzes Glas Rote Beete. Ihr seid pervers. Ein bisschen, ja. Das ist jemand, der Zuckerei macht, ja. Zuckerei ist geil, aber das würde ich jetzt nicht mehr machen. Das habe ich damals von meiner Oma... Musst du auf dem Hof machen, wenn einen richtigen Bio-Hühner. Jetzt mit den Salmonellen würde ich das auch nicht mehr machen. Yummy. Yuki. Deine Wahl. Nimm ich Nintendo 300. Nintendo 300. Kurzer Moment. Nach Drängen und Flehen der Fans. Moment. Hat Nintendo eine offizielle Timeline zu The Legend of Zelda herausgebracht.
Welches Spiel bildet anhand der Zelda-Timeline den Anfang der Geschichte? Die Zelda-Timeline, nicht die Simsa-Timeline. Ich möchte das nochmal hier betonen. Ja. A. Link's Awakening. B. Ocarina of Time. C. Skyward Sword. Oder D. A Link to the Past. Also ich habe gehört, dass Skyward Sword noch vor Ocarina of Time spielen soll. Ich habe Skyward Sword nie gespielt, aber ich glaube, das ist vor Ocarina of Time. Ja, C. Da seht ihr das Bild dazu und Skyward Sword stimmt. Der Zockpulver zieht uns ja weg. Der Mann, der nur gesagt hat, dass er nur Nintendo gespielt hat. Ich habe es nie gespielt, aber... Ich hab's auch nicht, also ich hab's seit Januar in meinem Schrank das Spiel und ich hab's noch nicht einmal angerührt, aber es wird's irgendwann noch machen. Ich habe es angerührt und oh mein Gott, da gibt es immer wenn man das Spiel neu startet und man findet einen Käfer oder man findet ein Item, hebt das in die Luft und dann wird erstmal erzählt, was es ist, wofür es gebraucht wird. Und wenn man dann wieder neu startet, das Spiel neu anfängt, also speichert und am nächsten Tag weiterspielt, hebt er jedes dumme Item wieder in die Luft. Ja, das ist doch super. Ich bin noch ein großer Fan von Tutorials. Das ist doch längst bekannt. Also wie Black and White? Also Black and White ist ja eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Es hat mich so aufgeregt, ich habe das Spiel mittendrin abgebrochen und ich hatte keine Lust mehr. Nur wegen den dummen Item hochheben, hey. Ich kann nur empfehlen, Tomb Raider 4. Ja. Das ist ein wunderschönes Tutorial. Ich glaube, das werde ich auch mal wieder spielen. Das einzig wahre Tomb Raider ist da, wo man den Butler verprügeln kann. Welches war das? Ich glaube, das zweite, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Irgendwo bist du doch in Laras Villa und da kannst du auch immer auf den Butler einschlagen, der aber halt nie tot geht. Also ich habe das zweite, glaube ich, mal irgendwann in den 90ern auf PC mal gespielt, aber nur... Nicht exzessiv, also nur ein bisschen. Mir hat das Tutorial von Teil 4 gereicht. Allgemein reichen mir Tutorials, die überspringe ich immer. Und dann, egal ob es dann ausgeht, dass ich vor dem ersten Hindernis stehe und irgendwann aufgebe und eine Stunde dran rum. Ja, wenn man sie überspringen kann. Ja. Bin ich dran? Du bist dran, aber oh mein Gott, Juckpulver, kann ich nochmal fragen, was dein Wunsch war, was Parappa und Simsa machen müssen? Die müssen eine Let's Review Together von Rocky und Bullwinkel für NES machen. Ihr könnt euch wahrscheinlich auf was freuen. Na, noch habe ich ja nicht gewonnen, also ist mein... Ja, das stimmt. Das ist ja noch ganz weit. Ich weiß nicht, das Problem ist, bei RPG, man kann sich so leicht in den Nesseln sitzen, weil es einfach so viel gibt, was man einfach noch nicht gespielt hat. Wenn jetzt sowas kommt wie Suikoden oder Xenogears, bin ich am Arsch. Ich nehme mal trotzdem mal RPG 400 jetzt. Ich glaube, die 100er Fragen will eh keiner haben. Nee, irgendwie bleiben die hier übrig. Aber am Ende werden auch die genommen. Wobei, ich gehe davon aus, dass keiner Probleme bei den 100er Fragen haben wird. Also ich würde mich schon sehr wundern, weil ich war human, sagen wir mal so. Ich war human, was die Fragen betrifft. Welche Gegner tummeln sich zu Hunderten nach Parappa, die Frage hast du eh schon raus, auf den Straßen von Washington D.C. im Spiel Fallout 3? A. Roboter. B. Ghule. C. Mutanten oder D. Todeskrallen. Zum Glück ist es nur C. Wenn es Todeskrallen wäre, wäre das ein bisschen schwieriger. Ist richtig, aber es gibt auch diese komischen Behemoth-Mutanten, oder? Ja, aber selbst die sind so groß, da kann sich irgendwo verstecken. Also. Das ist richtig, aber wenn so ein großer dasteht, ich will eigentlich... Ich hab irgendwie total Angst. Also das Herz ist keine Lust, mich auf jeden Fall, die Todeskrallen. Also. Ich finde die Behemoths viel schlimmer. Und was? Weil ich den Zwang habe, die zu besiegen irgendwie. Also ich muss sagen, Todeskrallen, es gibt ja da eine Höhle, die ist voller Todeskrallen. Ja. Es gibt eine super Taktik, die habe ich gemacht. Es gibt auch diese lustige Armbrust, die du dir selbst basteln kannst mit dem Skorpiongift. Und wenn du die Armbrust... Die hab ich nie gebastelt. Ja, die solltest du machen. Das ist meiner Meinung nach die beste Waffe im Spiel. Neben den Nuka-Granaten. Und wenn du da auf die Todeskrallen schießt, dann verkrüppelst du automatisch alle Körperteile von denen. Also es zieht nicht viel Lebensenergie ab, aber es verkrüppelt die. Und dann sind die langsamer als du. Und dann kannst du die immer vor denen wegrennen und immer auch draufschießen. Ja, draufhauen, wieder einen Schritt zurück. Wieder draufschießen, wieder einen Schritt zurück. So, liebe Kinder, macht man groß gute Spiele mit billigen Taktiken kaputt. Ich glaube auch. So, 400 Punkte für dich. Na, ein Glück ist die Frage weg. Ja, eigentlich... Ich hätte auch nicht gedacht, dass Parappa die Frage bekommt. Von ihm, ich habe, glaube ich, sogar mal gehört, dass er Fallout 3 gespielt hat und insofern hast du Glück gehabt, würde ich mal sagen. Ja, Fallout 3 richtig war... Glück. Selbst die 50-50 hat mir nichts geholfen. Trotzdem ein geniales Spiel, finde ich. Fallout 3. Super Spiel, kann ich auch. Von den RPGs das, was ich am häufigsten oder am längsten gesuchtet habe hier. Simsa! Ja,
nehme ich mal Zufall 300. Bloß nicht zu extrem werden. Ja, sie hält sich immer so im Mittelfeld, aber das muss ja auch weg werden. Das muss ja auch los. Ich bin jetzt verloren. Aber noch schlimmer, weil ihr wieder einen Link bekommt. Oje, oje. Ein Pokémon-Link. Ein Poké-Link, genau. Poké-Link. War Poké-Link nicht der Weg, wie man Pokémon mit anderen Leuten tauschen konnte? Wie heißt dieses Pokémon? Ja, und jetzt tauschen wir Bilder aus. Oder Videosequenzen. Ach so, das ist ja Tragosso. Das war jetzt einfach... Ja, freu dich doch mal. Ja, D. Ja, freu dich. Gut. Wenn, jo. Ich weiß nicht, wenn ihr hier noch die Antwort sehen wollt. Das ist Tragosso. Tragosso. Es ist Tragosso. Yay, yeah, jetzt habe ich 1000 Punkte, oder? Hätte es natürlich schwierig machen können, jetzt auch noch hier Knoggern noch mit reinschreiben. Das hätte ich trotzdem erkannt. Oh. Das war früher mein Lieblings-Pokémon. Auf einmal so selbstbewusst, ja, wenn so ein Pokémon geht hier. Jetzt geht's los. Ja, das war das Spiel, was ich früher... Ja, also was wieder spielen, hier kommt die nächste, die siebte Generation. Und dann wollen wir mal sehen. Such dir alle Pokémon-Fragen raus. Ich kenne nur die erste. Genau, wir machen ein Poké-Quiz mit 6 Pokémon-Kategorien von... von Edition Analyse, 1 bis Edition 6. Beziehung zur realen Welt. Ich nehme Beziehung zur realen Welt 500. Ja, die Beziehung zur realen Welt, die haben wir jetzt schon im Video, was ich mir irgendwann kaufen will. Also Pokémon Real Life Verfilmung. Ich will sie. Letztes DVD habe ich aus Malaysia bestellt. Hat der Versand mehr gekostet als die DVD selbst. Aber es war es wert. Es war es wert. Mein Spiel aus Indien ist gekommen. Yeah. Ich habe auch mal eins bestellt. Da gab es so eine coole Briefmarke mit einem Elefanten. Ich habe so einen ganz komischen Briefumschlag gehabt, der sah aus, als wäre handgefertigtes Papier oder so, keine Ahnung. Jetzt hast du Milzbrand. Antrax. Also wenn da weiße Schaum am Mund kommt, weißt du Bescheid, ne? Jörg Pohl, weil du gibst uns einfach Statusnachrichten, wie es dir Sims geht. Und du suchst dir eine Kategorie aus. Dann nehme ich... Mach mal auf Risiko, Nintendo 400. Ist das die neue Konsole? Ja, das ist Nintendo 400. Nintendo 400. 400 DS. Ja. 400 Kilobit Speicherplatz. Mit 400 Kameras, die angebracht wurden. Ein Nintendo 3DS hat ja, glaube ich, mittlerweile 2 Kameras. Ich bin ich würde sagen, oder das ist Mario Party 400 mit 400 Spielermodus. Ja, also kannst du 3DS und 3DS nebeneinander an einem Fernseher. Da kannst du dann zwischendurch auch mal zur Schule gehen, bis du wieder dran bist oder so. In so einem Kinosaal treffen sie sich dann, ja? Die gesamte Schule. Ich wollte früher immer mal, kennt jemand Extreme Chief fürs N64? Natürlich. Nein. Das wollte ich immer mal früher im Kino spielen, weißt du, wenn man die ganzen Cheats eingeben, wo du da auch die Kamera verzerren kannst. Das wollte ich immer früher mal im Kino spielen, ja. Ja, aber da ist ja, also da hast du ja auch mehr Nebel als Grafik, so. Ja, das wäre auch, glaube ich, nicht so gut von der Auflösung geworden. Aber ich wollte es trotzdem. Ich will. Zusammenspielen finde ich übrigens eine super Einleitung. King of the Ring auf einer Kinoleinwand. Ja, das oh je. Yeah. Okay. King of the Ring ist noch eine viel bessere Einleitung auf die Frage. Und zwar, welcher Charakter steht in Nintendo's Beat'em'up Super Smash Bros. Brawl nicht zur Verfügung? Ach du Scheiße. Ah, Falco aus Star Fox. B. Mewtwo aus Pokémon, C. Meta Knight aus Kirby oder D. Sonic aus Sonic the Hedgehog. Wird Mewtwo nicht anders geschrieben? Ich schreibe es so. Dann schreibst du es falsch. Wie wird's denn geschrieben? Mit U? Nee, mit T-U. Ja. M-E-W-T-U. Dann nimm ich mal den 50-50 Joker. Hier muss ich, streich mal ein paar weg. Wie läuft das jetzt ab? Was, du hast 2 Chancen. 2 wegstreichen ist nicht. Ach so, ich habe 2 Chancen. Nicht zur Verfügung. Also Sonic glaube ich nicht, der müsste da nicht da sein. Mewtwo glaube ich auch. Entweder Meta Knight oder Falco. Also dann sage ich, meine erste Antwort ist Falco. Und die zweite dann, Falco ist nicht richtig. Die zweite wäre dann... Oh, scheiße. oh Gott, das ist so neu, das Spiel.
Nicht zur Verspürung, denn... Nicht in der Nintendo-Zeitschrift aufgehalten, ja? Nee. Denn Enemene Mu, raus bist du, dann nehme ich... Nicht zur Verfügung, Meta Knight. Meta Knight? Ja. Weiß das einer von den anderen beiden? Quält mich. Ich tippe auf Mewtwo. Ja, aus Prinzip schon sagt er was anderes. Das sind die Charaktere von Super Smash Bros. Brawl. Scheiße! Lucario hinten, Sonic war da vorne und ganz vorne Meta Knight. Mewtwo kam in Melee vor, wurde dann aber ersetzt durch Lucario, der irgendwo links, keine Ahnung wo, ich weiß nicht mehr, wie Lucario denn, aussieht. Was ist denn ein Lucario? Ein anderes Pokémon. Achso, der Bruder von Lukas. Lukas und Lucario, Podolski. Und du bist der dritte Bruder, Ludwig. Genau. Lukas, Lucario und Ludwig. Lucario, Podolski. Kann Fußball spielen. Naja, okay. Oder ist der Held von Super Lucario? Yuki fällt zurück. Oh mein Gott. Wird es vielleicht manchmal doch noch spannend. Also. Chancen für die anderen. Ja, ich hätte es nicht gedacht. Das ändert sich dann doch wieder ein bisschen. Ja, ist doch, sind da noch so viele Sachen. Es offen. Gibt ja, das Problem ist aber, vieles in 100er. Das heißt, es wird wirklich aufs Kleinste hier hinausgeführt wahrscheinlich. Barappa. Zufall 200. Wie hoch ist diese Laterne? Könnt ihr das lesen? Kannst du sagen, wie hoch die Laterne ist, wenn du dir die Schatten ansiehst? Der Pfosten neben der Laterne ist genau 1 Meter hoch und wirft einen 1,5 Meter langen Schatten. Gott, gib deine Lösung in Metern an. A. 3 Meter, B. 4 Meter, C. 5 Meter oder D. 6 Meter. Die Laterne ist 1 Meter. Dann ist der Schatten... eigentlich kann mich bei der Frage gerade nur blamieren. Ich krieg bei der Antwort aber auch Schweißausbrüche. Ja, ich musste... Ach so, nein, ich kann noch mal Mut rein. Wir haben doch da ein schönes Verhältnis. Warte mal, wenn das ein Meter ist und das andere ist 1,5. Dann, und die Laterne ist, ich muss gerade mal kurz im Kopf durchgehen und hoffe, dass ich jetzt nicht keinen Fehler mache. Das ist 1 zu 1,5. Dann sind das 3. Und dann die anderen beiden. Ach Gott. Das sind 3. Das an der Wand sind 2. Übrigens ein Professor Layton Rätsel. Ja, ich merke schon. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen wie vernagelt. Tollen Titel, die Straßenlaterne. Aus dem Spiel Der Ruf des Phantoms. Und das sind dann 1 Meter, das sind 2 Meter. Und dann. Ja, dann 4 Meter, sage ich. B. 4 Meter? Mhm. Dann schauen wir mal. Die Laterne ist genau 4 Meter hoch. Mathematik siegt am Ende. Und hab bis gleich aufzukommen. Und es rieselt Punkte. Aber für eine 200er Frage war das schon so, ja? Also da muss man ja einfach mal aufgepasst haben. Ja, beim Dreisatz. Ich hätte auch 40 Pikarate für geben können. Das hättet ihr hier keine Gil beschert, aber... Ich krieg jetzt ja. Minuspunkte und nehme Musik 300. Oh, immer dieses Pessimismus. Ja, dem sagt, gib Gas, Hoffnung, sei gut gelaunt. Du schaffst das, du schlägst es, du Schatter. Gewinnst. Und du willst doch keine Review zu Rocky und Bullwinkel machen, oder? Wer will das schon? Doch, das hatte ich eigentlich ursprünglich vor. Ach, du willst verlieren. Nee. Ach, du willst noch viel lieber Wumba Tumba Schokoladeneis verkaufen. Nein, aber ich will, dass du das singst. Oh Mann, ihr kriegt wieder einen Link. Wer hätte das gedacht bei einer Musikfrage? Wer hätte das gedacht? Ja, kenne ich nicht. Scheiße. Solltest du eigentlich kennen. Ich sag mal nichts. Ist das ein Spiel, was ich kenne? Hast du Turrican gespielt? Ja.
Dann müsstest du es kennen. Welches denn? Das ist nämlich nicht die Frage. Das normale Türken. Wie heißt das Musikgenre, in das 8-Bit- und 16-Bit-Musik fällt? Welches und haben wir gespielt? Wir haben dieses zweite gespielt. Okay. Und das etwa zeitgleich mit dem Release von Amiga bzw. C64 gegründet wurde. A. Synth-Tracking. B. Bit-Sample. C. Midi-Motion. Oder D. Chiptune. Oh je. Ich nehme C, das klingt am schönsten. Sicher? Am schönsten? Ich finde auch Midi-Motion. Mhm. Mir gefällt schön an. Das klingt wie ein Lied von kennt jemand Kylie Minogue? Locomotion? Du so Midi-Motion. Nee. Also ich kenne Locomotion, aber das ist nicht von Kylie Minogue. Von wem ist es denn? Ich habe noch den Joker. Du hast noch eine zweite Chance, ja, Joker. Ja, dann nehme ich Midi-Motion. Stimmt das? Ist leider falsch. Aber das habe ich mir gut überlegt. Ich fand, das klang auch schön. Da habe ich es genommen. Ja. Keine Ahnung, ob es das Wort gibt. Erzähle ich jetzt aus. So, A, B oder D? Ich nehme B. Das ist bestimmt voll verkehrt. B oder D? B, Bitsample. Bitsample ist leider auch nicht richtig. Ja, ich habe doch gesagt, ich meine zumindest Punkte. Chiptune. Es wäre Chiptune gewesen, genau. Oh, das ist ein schönes Bild links. Gell? Der hat einer alles nebeneinander gestellt. Ja, schön mit Mischpult. Komplettes Arsenal in Gameboys Mischpulten. Das könnte man so ein kleines, was denn da für ein kleines Keyboard? Das ist ja geil. Das ist ganz kleines. Für die Hosentasche. Ein Hosentaschen-Keyboard. Ist das nicht dieses Nintendo-Keyboard fürs NES? Da gab's doch auch Nee, das ist schwarz, war? Das ist doch so ein, sag ich mal, an dieser so. Von, wie heißt der? Von Mr. Rolf? Genau. Hat das aber vorher so richtig aufgebessert. Nee, nicht Rolf Zukowski. Ja, nah dran. Sondern? James. Oder heißt der wirklich Mr. Rolf? Nee, der ist mit Vornamen wie James. James. Wieder was gelernt. Ich kann auf jeden Fall nach googeln. Ich informiere mich auf jeden nach Fall. Nach James Rolf? Ja, mach mal. James Rolf. Wieso? Findet man da nichts? Doch, das solltest du, wenn du es richtig schreibst. Yuki! Dann nehme ich Film 200. Darf ich übrigens noch ein bisschen unken, dass bei mir Joker weggestrichen werden und bei den anderen beiden nicht? Ja. Haben beide keinen mehr, oder? Ja, ich habe bei meinen benutzt. Ich dachte, fällt keinem auf. Stimmt. Ja, es ist mir, glaube ich, nicht aufgefallen. So, gut. Sorry, damit sind alle Joker jetzt definitiv verwendet. Ich fühle mich so diskriminiert. Ja, und der tolle Spielleiter hat wieder total vergessen. Was für eine Filmfrage war das? 200? Genau. Wo haben die beiden Charaktere der Final Fantasy Saga, Biggs und Wedge, ihren Ursprung? A. Sie sind Raumpiloten in Star Wars Eine neue Hoffnung. B. Um Biggs with Wedge Cheese dreht sich eine der Fastfood-Diskussionen in Pulp Fiction. C. Es ist der Name zweier Bürgerlicher in der Verfilmung von Goethes Faust. Oder D. Biggs Wedge ist das Fahrzeugmodell des Autos aus Zurück in die Zukunft. Das ist eine geile Frage, muss ich dir lassen. A. Definitiv. Ja, aber es ist dumm, wenn eine geile Frage so schnell... Du hast doch schön vorgelesen, deswegen habe ich erst gesagt, lassen wir ihn mal vorlesen. Ich habe mir so Mühe gegeben. Ja eben, ich finde die Idee mit den mit ja, Gottes Faust ganz cool. Ja, ich habe zu spät gemerkt, dass Pulp Fiction nach Final Fantasy 6 kam. Ah, ist richtig, ja. Aber es war ja nur eine 200. Muss ja nicht immer so schwer sein. Bisschen plus, du bist immer noch gut in Führung hier. 1400 für Yuki, 1000 für Parappa und 700 für Simsa. Aber so weit entfernt voneinander seid ihr ja noch nicht. Genau, so alt offen. Ich würde gern aufholen. Ich sag mal Film 400. Oh Gott. Welches dieser vier Dinge wurde bisher leider noch nicht als Trash-Horror-Film-Monster, werde mit viel, drei Bindestrichen sind cool, gewürdigt? A. Tomaten. B. Autoreifen. C. Sushi. D. Igel. Boah, also ich sag mal, A wurde auf jeden Fall, aber die anderen drei... Okay, das wird schmerzhaft. Kein Horrorfan? Ich dachte, du hast einen reviewed.
Ja, aber mal ich kenne einiges an Trash-Horror-Filmen, aber das heißt nicht, ich kann ja nicht alles wissen, was... Ja, schon klar. War Octalus einer oder war das ein Actionfilm? Ein Octalus könnte man unter Sushi fallen richtig, lassen. Richtig, ja. Ach so, Oktopus, Riesen-Oktopus oder wie? Autoreifen oder Igel? Ich weiß also ja nicht. Bescheuert klingt alles vier. Ja, sicher, sicher. Also, Tomaten sind ein Klassiker, aber Ich sag die Igel. Dann gehen wir mal durch. Also, klar, der Angriff der Killer-Tomaten muss man nicht gesehen haben, aber sollte man zumindest gehört haben, dass es den Film gibt. Der Tsushi ist ein Film, auch einer, den ich mir direkt nach Pokémon holen will. Der Tsushi Bites Back. Klingt und cool. Nummer 10. Wabba. Jawohl. Ein Autoreifen ist ja auch nicht schlecht. Ich dachte, der Mensch schon, die Töte klingen am wenigsten bescheuert, also müssen es diese. Mir fiel kein Viertes ein. Ich wollte mir wirklich was total Sinnloses überlegen, aber mir fiel nichts ein und dann kam Igel noch irgendwie in den Sinn. Du kannst es eigentlich kaum toppen, wenn du erstmal bei Autoreifen bist. Er fährt sie übrigens nicht um, er hat telepathische Kräfte. Keine Ahnung, ob es daran lag, dass sonst die Special Effect Kosten in die Höhe geschnellt werden, wenn er irgendwie, keine Ahnung, Messer aus seinem Reifen rausgekommen wäre. Vorher der Reffen am Fahrstuhl von Professor Xavier, am Rollstuhl meine ich. Heißt Rubber nicht auch Kondom? Rubber ist auch Kondom, oder? Das google ich jetzt nicht nach. Ich habe gestern schon genug englische Worte nachgegoogelt. Das könnt ihr jetzt mal machen. So, währenddessen versuche ich mal rauszufinden, wo mein Startvideo ist. So, Moment. Kurze Zwischending, das war 400. Ja. Damit hast du jetzt definitiv wieder aufgeschlossen, Tsuyuki. Ich sehe mich schon so. Na. Du siehst dich so. Aber der Yuki wird jetzt wieder davonziehen. Erstmal hol Sinta auf. Ich hole jetzt nicht auf, ich nehme RPG 100. Ich bin jetzt ganz... Okay. Du musst doch jetzt aufs Ganze gehen, Mensch. Nein, sie will ja, dass Juckpulver gewinnt, damit sie ihr einen Grund hat, ihre Review zu starten. Genau. Und also RPG 100, der dürfte dir, glaube ich, gar nicht mal gefallen. Es kommt bestimmt irgendwas total Blödes. Irgendwas mit Skyrim. Irgendwas total Blödes. Ich kenne auch Katharsis, da kommt doch irgendwas total Blödes. Kommt es auch. Wenn man was erleben will, dann besucht man am besten... A. Unfug, B. Schwachsinn, C. dummes Zeug oder D. Quatsch. 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 Soweit habe ich das Spiel sogar gespielt. Echt? Ja. Oblivion hast du gespielt, aber wenn dann Skyrim, oh, kommt was total Blödes. Ich dachte echt, die anderen drei klingen alles, was in Skyrim vorkommen könnte. Ich meine auch. Unfug ist geil. Das könnte wirklich, also dummes Zeug. Oder? Ja, das könnte ein Charakter aus Futurama sein. Ich kannte mal eine Katze, die hieß Unfug. Ich kannte mal einen Hund, der hieß Bratwurst. Wirklich? Das klingt nach einem Songtext. Ich glaube, das ist ein Lied. Ich kannte einen Hund, der hieß Bratwurst. Oh, jetzt hast du ihn inspiriert. Ja, Bratwurst. Werde ich jetzt die ganze Zeit singen. Kannte einen Hund, der hieß Bratwurst. So ein Kinderlied. Ludwig? Wollen wir die anderen Hunderte unter uns ausmachen und Simsa muss dann die schweren Fragen nehmen? Ihr seid so fies. Das geht tatsächlich. Vor dem Film habe ich so schon keine Ahnung, dann hat die 500er-Frage. Da komme ich in den Minusbereich. Dann nehme ich... Soll ich auf Risiko gehen? Nee, noch nicht. Dann nehme ich Nintendo 100. Okay, das ist definitiv kein Risiko, glaube ich. Nintendo 100. Ja. Welcher Nintendo-Held trägt eine rote Mütze? Wie ist der Nintendo-Held? Du rätst die Fragen immer ziemlich nah an der Wahrheit hier. Wie ist der Nintendo-Held, der neben einer eigenen DS-Spielereihe auch einen Zylinder besitzt, der halb so groß ist wie er selber? A. Phoenix Wright. B. Professor Herschel Layton. C. Dr. Derek Stiles. Oder D. Scrooge McDuck. Du wirst mich verarschen, oder? Ach du Scheiße. Ein Glück habe ich nicht großartig was gemacht, weil keine Ahnung. Ich habe weder Phoenix Wright nicht. Layton habe ich auch nicht. Du, so eine Spiele spiele ich nicht. Dr. Derek Stiles klingt wie George Clooney in Emergency Room.
Warum Scrooge eigentlich Scrooge McDuck? McDuck? Weil du könntest auch einfach Onkel Dagobert sagen, weil das wäre vielleicht ein bisschen deutscher und so, aber hey. Ja, McDuck, würde ich sagen. Keine Ahnung. Katarsis, darf ich dich noch auf einen Rechtschreibfehler hinschreiben? Es heißt Neven. Moment, ich möchte ihn selber finden. Okay. Neven, ja. Das habe ich dir schon dreimal gesagt. Ja, das hast du mir schon 50 Mal gesagt. Ich weiß, ich bin schlimm. Und wenn ich jetzt wieder sage, ich komme aus der Pfalz, liegt Juckpulver wieder raus. Nein. Da heißt es halt Neven. Nein, ich habe schon genug in die Richtung. Ja. Das hat mal bei uns irgendwann reicht ja auch, ne? Das habe ich bestimmt auch schon 5-mal im Aufsatz geschrieben. Und ich kann wetten, dass es nicht mal korrigiert wurde, weil meine Lehrer auch aus der Pfalz kommen. Da ist es einfach gang und gäbe und erlaubt. Okay. Ja, und du musst jetzt raten. Nee, dann nehme ich B. Herschel Layton? Ja. Dann schauen wir mal. Da haben wir ihn. Hier sieht es noch normal aus, aber in einem seiner Rätsel... Ist es der? Du musst mir aufklären, ich habe keine Ahnung. Das ist Herschel Layton. Okay. Professor Layton ist so ein DS-Spiel, da geht es darum, zum einen kriegt man eine schöne Story erzählt, zum anderen muss man etwa 200 Rätsel wie das im Steve von diesen Straßenlaternen-Rätsel lösen. Oh Gott, das ist genau das perfekte Spiel für mich. Das perfekte Spiel. Ich würde mal sagen, das sollte ich mal irgendwann mit Lena spielen. Ja, mach mit Lena und es mir. Es ist ein cooles Spiel. Es ist ein cooles Spiel. Ich habe auch mittlerweile das dritte habe ich jetzt gekauft für den DS. Ich wäre auch interessiert dran, weil Rätseln tue ich ja eigentlich ganz gerne. Aber der Stil schreckt mich ein bisschen ab, aber ich habe ja gehört, das soll wirklich gut sein. Ja, auf jeden Fall, eins dieser Rätsel war, da hat er sich mit seinem Hut verglichen und man musste herausfinden, wie groß der Hut ist. Mit dem Ergebnis, dass der Hut halb so groß ist wie Herschel Layton selbst. Was ich genial fand. Aber und wer ist geraten, Dr. Derek Stiles? Gibt's den Dr. auch? Dr. Derek Stiles, den gibt es auch. Und zwar dieses andere DS-Spiel, das habe ich im Internet gegoogelt. Dieses andere DS-Spiel, wo man irgendwelche Krankheiten heilen muss. Und im OP Leute zusammenflicken. Und der Oberarzt hieß der Dr. Derek Stiles, aber die haben sich in jeder Folge geändert. Das ist ja nur der Künstlername von Dr. Mario. Ich finde das ziemlich schwierig, eine 100er Frage. Ernst gesagt. Ja, eigentlich ist es nicht schwer, wenn man die Spiele kennt, aber ich kannte die Spiele nicht. Also von ihm gibt's mittlerweile, von Professor Layton gibt's mittlerweile, ich glaube, 5 Spiele und einen Kinofilm gibt's auch schon. Und der lief auch schon in Deutschland. Also. Und der lief auch schon im Fernsehen, ich glaube, auf Super RTL. Insofern, ich dachte, es wäre eine 100er Frage wert. Mal so, es ist alles so genau. Auslegungssache. Auf jeden Fall, er hat 100 Punkte, ist doch Na, schon ist schön. Doch, ist doch was. Baraba, nachlegen oder vorlegen? Na, ich halte mich an die Abmachung, ich mache jetzt Film 100. Abmachung? Abmachung, ja, dass Sims hat gleich Probleme bekommen, das ist die Abmachung, nehme ich mal an. Ich kann doch eigentlich nur noch vorlegen. Nee, ich will ja, dass Sims noch ein paar Punkte zusammen pusht da. Genau, ist doch nichts zu verlieren. Weil Film 100. Feigheit, da nehme ich hier keine Rücksicht. Wie heißt der deutsche Regisseur, der sich einen Namen gemacht hat durch zahlreiche schlecht verfilmte Videospieladaptionen, wie zum Beispiel Dungeon Siege oder House of the Dead? A. Till Schweiger, B. Chris Hülsbeck, C. Uwe Boll oder D. Klaus Kinski? Wo ist denn Roland Emmerich? ich tendiere mal hier zum Bollwerk, also zum Bollwerk. Und wo ist Michael Bay? Derzeit, glaube ich, im Ausland. Nee, kein Quiz ohne Uwe Boll, sonst hätte ich auch gestreikt. Ich habe extra für dich, habe ich Klaus Kinski mit eingebaut. Ist das eine Pokémon-Karte? Es ist eine Magic-Karte. If you successfully invoke Uwe Boll, all the creatures that watch this movie will commit suicide by drinking sulfuric acid. Das war jetzt gerade sehr Arnold Schwarzeneggerisches Englisch. I want Daniel that I drive the... Das passt aber nicht nur zu Uwe Boll eigentlich, weil er... Is this the monster from the underground? Ich habe gestern genug Englisch gesprochen. Wir haben Xenogears gespielt. Und ich habe live mitkommentiert. Nee, es war gar kein Englisch. Also ich habe jetzt den Text nochmal nur Englisch gesprochen für das Blood Omen 2 Remake und bin dort wieder über das schöne Wort Stealth Kills gestolpert. Oh das Gott. Großen Spaß gemacht. Es gab ein paar coole Wörter, aber die coolen Wörter bei Xenogears sind wirklich die, wo plötzlich einfach mal so mittendrin ein deutsches Wort auftaucht. Weltall oder Jugend. Mhm. Guckt euch mal MD Geist an, auf Japanisch Original. Da kommen dann so wie Hans, wenn dann irgendein Japaner was so, Hans, Krauser. Das ist der wir haben Xenogears sowieso von Grund auf neu gestaltet, statt die Charaktere, deren Namen ich mir nicht merken kann. Ja, das habe ich gemacht, ihr habt nur zugehört. Schweigend, verzweifelt zugehört.
Gary, Professor Eich ist mit drin. Wen haben wir noch? Ach, ich habe mir die meisten Namen schon wieder vergessen. Rotkäppchen ist mit dabei. Rotkäppchen. Ohne Rotkäppchen geht gar nichts. Ohne Rotkäppchen geht gar nichts. Rotkäppchen 100 deckt. Punkte für Parappa. Ja, natürlich denkst du wieder an Alkohol. Alkohol. Wolltest du denn bei mir was machen? Ja, Nein, wollte ich nicht. Ja, genau, krakel einfach drüber. Ja, mach, bei den anderen streichst du keinen Joker weg und bei mir wird auch noch das Punkteschild auch noch verschandelt. Ja, könnte man doch fast mit einer neuen verwechseln, oder? Ja. So hat es der Katharsis auch bestimmt immer in der Schule gemacht, wenn er Unterschriften bringen muss für irgendwelche schlechten Noten. Ich hatte keine schlechten Noten. Ich habe bei euch gab's freiwillig keine Schule, wiederholt, genau. Motivieren wollten. Ja, genau. Waldorfschule. Mussten tanzen, wenn wir schlechte Noten hatten. Oder Lieder singen, wie du von den beiden verlangst. Das wäre keine Strafe, ich würde das machen. Das war Eisverkäufer, irgendwas. Simsa, noch so ein Hunderter dabei. Dann nehme ich halt die 500 für die Frage. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Jetzt alles oder nichts. Nichts. Film 500. Welches dieser Anime ist? Oh Gott. Stammt nicht aus der Feder von Hayao Miyazaki. Oh shit, das hätte ich bestimmt gewusst. A. Das Schloss im Himmel. B. Das Mädchen mit dem Zauberhaar. C. Prinzessin Mononoke. Oder D. Mein Nachbar Totoro. B. Totoro. Oder? B. Ich glaube B. Ich ja, hätte doch so keine Ahnung. Doch, ich sag B, weil die von den anderen drei, die C und habe ich sogar geschaut. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es B ist. Eine Frage, hast du nicht gesagt, du magst keine Animes, weil dir die Gesichter nicht gefallen? Ja, aber ich kenne so viele Leute, die mögen halt Animes. Und deshalb schaust du mir auch, obwohl sie dir nicht gefallen. Die Ausrede kenne ich. Auf jeden Fall, hier haben wir das Schloss im Himmel. Das ist klein, aber man kann es ja lesen, von Hayao Miyazaki. Prinzessin Mononoke fand ich cool. Mononoke ebenfalls von Hayao Miyazaki und Totoro ebenfalls von Hayao Miyazaki. Aber das Mädchen mit dem Zauberhaar, schöner Anime, aber leider nicht von ihm. Aber nach dem Stil von Chihiro. Also nach seinem Stil, aber nicht von ihm. Sprich, geklaut. Ach, das ist ein Mann? Okay. Ja, Hayao Miyazaki ist ein Mann. Der hat sogar einen Bart, der sieht aus wie George Lucas ein bisschen. Stimmt eigentlich. Kommt hin. Also Simsa schaut ja keine Animes, die hört nur von Leuten, die Animes schauen. Sie hört von Leuten, die in Büchern lesen, über Leute, die Animes schauen, von welchen, die ganz weit in Afrika leben. mir hat sie ganz deutlich gesagt, sie mag keine Animes, weil ihr die Gesichter und die Animationen nicht gefallen. Doch, die von Hayao Miyazaki habe ich sogar ein paar geschaut. Die finde ich ganz okay. Ja, also die Antwort kam mir, wärst du Pistole geschossen, insofern. Jetzt wird's wieder eng. 1500 für Yuki, 1500 für Parappa und 1300 für Simsa. Oh, ich bin überrascht. Jetzt wird's ja interessant, ja. Dann nehme ich und was nun 200. Und das bedeutet, ihr kriegt wieder einen Link. Schubidu. 200, ja. Fragestellung hier. Hey Squall, zeig mir deine Gunblade. Komm, nur einmal. Bitte, bitte, bitte. Okay. Ich hab verstanden. Du bist eine pingelige Sau, genau das bist du. Hey, sag doch was, was denkst du dir überhaupt? Na, egal was kommt, für Ludwig ist es geschenkt. Oder? Na, das ist schon Weichen her, wo ich das gespielt habe. Das ist ja denn die Frage ist jetzt, was kommt 4 Stunden später? Ja. Hast du Ende geschaut? Warte. Okay. Hey, sag doch was, was denkst du dir überhaupt? Ja, was antwortet Squall darauf? A. Nichts. B. Hasenfuß. C. Das ist meine Gunblade. Oder D. Tut mir leid, natürlich darfst du meine Gunblade halten. Ach was, ich schenk sie dir. A. Das kam schon wieder ziemlich sicher. Obwohl ich auch C sein könnte, aber irgendwie muss ich mich ja entscheiden, sage ich A.
Ja, da hast du zwei schon mal gut ausgeschlossen. Hasenfuß hätte er niemals gesagt, ist richtig. Ja. Hasenfuß war nämlich Cypher. Ist richtig. Und nein, meine Gunblade ist auch, das ist meine Gunblade, sind auch schon drei Wörter zu viel. Ich glaube, so viel hat Squall nicht in einem Satz gesagt. Ja. Hey, sag doch etwas. Was denkst du dir überhaupt? Nichts. Nichts. Nein, nichts. Ist richtig. So, 200 Punkte für... Meinst du? Nee, weil... Du hast noch die Wahl. Vielleicht schaffst du es oder vielleicht musst du singen. Noch ist noch nicht nichts entschieden, das genau. Ja, stimmt, es gibt noch die 400-Frage. Das ist natürlich jetzt... Eigentlich wollte ich die ja dir lassen, aber andererseits kann ich jetzt ja den Juckpulver nicht gewinnen lassen. Ja. Ich könnte natürlich jetzt auch das ganze Spiel sprengen, indem ich auf Zufall falsch bin. Ah, es ist... Oh mein Gott, okay, wenn ich jetzt eine 100er nehme und Simsa nimmt die 400er, dann verliere ich trotzdem. Ich muss Zufall nehmen. Zufall 400. Ja, wenn er die 400. Hat er im Prinzip eigentlich auch gewonnen, wenn er jetzt die... Da kommt drauf an, wenn ich nachher noch die... Ich habe ja dann noch eine 100er, ich bin ja der Letzte dann. Stimmt, ja. Aber das ist eine 100er. Das ist noch alles offen, ja. Zufall 400. Wenn Simsa 9 Kilo Wäsche waschen will... Muss ich jetzt schon wieder rechnen? Jeder Waschgang 2 Stunden benötigt. Die Waschmaschine jedoch immer nur 2 Kilogramm auf einmal bearbeiten kann. Wie lange wartet Simsa dann im Waschsalon? In dem Waschsalon. Das ist keine Antwortmöglichkeit. A. 8 Stunden. B. 9 Stunden. C. 10 Stunden. Oder D. 12 Stunden. Ja, das sollte ja zu lösen sein. Moment, mal, ich mal kurz überlegen. Noch erstmal, ich muss nochmal lesen. Simsa 9 Kilo. Was sind... 2 Kilo auf einmal in zwei, jeder Waschgang dort 2 Stunden, 2 Kilo auf einmal, dann sind das 2 Kilo, 4, 6, ja. Aber ein Waschgang, also das heißt, das letzte ist ja, das ist ja wie eine Falle hier. Ich würde sagen, 10 Stunden. Tja, hier ist die Erklärung. Dum, dum, dum. Wunderschön. 10 Stunden. Das war ja eine ganz fiese Falle mit den 9 Stunden, also. Mann, oh Mann. Es ist nur keiner drauf eingefallen. Nee, jetzt muss ich singen. Ah, nee. Dann gewinnen kann ich, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Noch. Gewinnen wird schwierig, ja. Nein, egal. Aber noch musst du auch noch nicht singen. Wenn die beiden wirklich einen Unentschieden haben, müssen wir uns was überlegen. Also Lutz und ich muss verkacken. Ich müsste eigentlich absichtlich daneben liegen und dann müssen wir sehen, was wir machen. Ja, so einfach mal ganz spontan, wa? Ach, dann... Irsch mal, Simsa, deine nehme Wahl. Ich halt Zufall. Zufall 100. Obwohl, so viel Glück wie ich mit und was nun hatte, könnte das sogar dann... Wie ist das Pseudonym der Dame, die durch ziemlich kranke Neuvertonung von Harry Potter Filmen Berühmtheit und mittlerweile sogar eine Sendung im Bereich von ZDF bekommen hat? Cold Mirror. Ah, Klicksum, Cold Mirror, Two Blackie, Repco. B. Er hat sich ja zumindest noch bemühen können, andere Frauen reinzuschreiben. Die Antwort. Ja. Es sind Nicknames. Es sind Nicknames. Die sind neutral. Tja, Simsa immer noch 100 Ehrenpunkte bekommen. Ja. Was davon ist keine Frau? Herbert, Hansi, Holger oder Gertrud? Super, dann hat man 3 richtige Antworten. Das muss ja auch richtig sein. Juckpulver, so, Musik oder was nun? Musik was 100. Nun? Musik 100. In beiden Fällen gibt's einen Link dazu. Du hast die schwerste Frage vom ganzen Spiel bekommen. Ui, ui. Ich möchte anmerken, dass Katharsis Werbung geschaltet hat. Hab ich? Es ist Werbung auf das Video? Ja, ja. Sogar Werbung. Du bekommst Kohle. Nee, ich nicht, aber wahrscheinlich... Täglich neues Design. Fab. Ich hab auch Fab. Fab. Was? Da gibt's tolles Klunker zu kaufen mit Brille. Steht da unten ja, irgendwie... Ich hab auch ein Werbung. Ein Künstler, ja, dem das Lied gehört? Wie ist die Frage? Nee. Rate mal. Was ist die einfachste Frage, die du... Das komponiert, wäre schön.
Nein, leider nicht. Aus welchem Spiel stammt dieser Song? Oh, ui, das ist schwer. Pac-Man, Tetris, Pong oder Adventures of Rocky, Bullwinkle and Fire? Ja, Tetris. Das werden wir beide fahren, gell, Simsa? Ja. Ich will dir auch den Eindruck, dass du Pong reingeschrieben hast, weil Pong hat da so einen berühmten Sound. Das Sound of Silence war das doch, wa? Ist das nicht eine von diesen Wahlgesangs-CDs oder sowas? Von Simon and Garfunkel. Ja, genau, 80 Minuten Wahlgesänge. Ja. Kann man zuschalten, wenn man will. Vielleicht macht er dann mehr Spaß. So. Das könnte ich ja mal eine Stunde lang im Radio spielen. Auf jeden Fall. Wenn das Stream dann noch funktionieren würde. Moderation dazwischen, so, das war ein Wal und jetzt hören wir den anmutigen Gesang des läufigen Buckelwals. Genau, vorher Schwertwal, jetzt Buckelwal, nimmst du einfach mal alle Wale durch, weißt du? Mhm. So, Parappa jetzt entscheidet sich. Ich möchte und was jetzt? Und was jetzt? Und was jetzt? Jetzt kriegt er wieder einen Link, der letzte Link für heute. Wenn du das falsch beantwortest, dann wird mich... Ich sag mal nix. Dann gibt's was ganz Besonderes. Dann gibt's was ganz Besonderes, nämlich wahrscheinlich Schläge von Juckpulver und Simsa. Schöner Film. Oh, jetzt kommt ja gleich zum Killerkaninchen. Wir werden nervös, Sir. Das ist wieder weg. Ihr lassen uns zu Fuß weiter. Katars. Ja. Haben wir jetzt einen Film geschaltet? Der Katars ist erst 30. Ja, natürlich ich. Also ich krieg hier Strikes ohne Werbung. Und der lädt kommerzielle Filme hoch. Fast komplett, ja. Man beachtet, dass ich jetzt 3 Klicks habe auf dieses Video und das in 5 Minuten wieder gelöscht wird. Aber ich habe vielleicht 3 Cent bekommen. Gut. Nein, nicht mal. Gib mir Deckung. Womit? Gib mir einfach Deckung. Zu spät. Lass mich raten, die Frage ist, was da jetzt kommt? Ich muss die Frage eigentlich gar nicht mehr vorlesen, weil du sie schon beantwortet hast. Ich möchte, dass du die Frage vorliest und alle 4 Antwortmöglichkeiten. Welches Ungetüm wird die Höhle wohl verlassen? A. Ein Drache, B. Ein Wolf, C. Ein Reh oder D. Ein Karnickel? Also ich bin ja für ein Reh. Aber meine Meinung zählt ja nicht. Es ist schön, dass du die Antwort gegeben hast, bevor das Video länger als 3 Sekunden lief. Ich nehme mal das Offensichtliche. Ja, der Drache ist aber auch, weil in der Höhle ist ja eigentlich, es ist schade eigentlich, dass der Drache, der in der Höhle das Ding nicht verlassen hat. Dann hätte ich jetzt, ich nehme mal das Kaninchen, wa? Weil ich will ehrlich, dass sie das singt. Ich kenne das wirklich mal. Noch nicht. Das lasse ich am Ende hier einspielen. Das würde ich gerade vorschlagen. Bitte, das wird am Ende vom Video eingespielt. Ja, und mach am besten noch ein Foto von mir darüber. Am besten, wie ich ganz traurig gucke oder so. Ich schicke euch mal den Link, dann könnt ihr es gleich live hier mal zum ersten Mal sehen, euch quasi Wumba-Tumba entjungfern. Okay, dann Wumba-Tumba mal den Link hier unten rein. Ja, also der Antwortlink auf die Frage habe ich jetzt mal reingesetzt. So seht dort die Höhle von Kerbenok. Gut, gib mir Deckung. Womit? Gib mir einfach Deckung. Zu spät. Da ist das Untier. Wo? Na da! Wo? Hinter dem Karnickel? Es ist das Karnickel. Du dummes Arschloch. Die Antwort ist ein Kaninchen. Ich freue mich gerade, dass ich gewonnen habe. Hey, ich habe gewonnen. Ich muss nur jetzt gerade das Lied raussuchen. Na so. Das ist wichtig. Yeah. Ich hab Runde zahlen mit 2000. So. Bitteschön. Simsa, Juckpulver, bitte genießt es. Okay. Euer Lied. Ja, der Kerl kam aus der Luft zu mir und er hatte nur ein Auge. Wir haben ja keine Ahnung, was das zukommt. Er sah so aus, als wäre er oben auf dem Mars zu Hause. Er war der Wumba, Tumba, Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ich bin so froh, dass du gewonnen hast.
Ich bin so froh. Tumba, Tumba, Schokoladen, Eisverkäufer von einem anderen Stern. Ja, da ging der Kerl bei uns die Straße rauf und begann sogar mit seinem Eisverkauf. Dann rief er jedem schönen Mädchen zu. Hallo, wie wär's mit einem Rendezvous? Er war der Bumba, Tumba, Schokoladen. Oh, sogar mit tonalem Sprung sogar. Was ist das denn eigentlich mit, was ist das denn für ein Fieder eigentlich? Mit der Antenne oben drauf? Ist das eine Pickelhaube aus Preußen? Das ist für jeden Mensch, hab doch mal ein bisschen Fantasie. Okay, das ist eine Pickelhaube aus Preußen. Man kann immer. Und der Tanz ist auch wirklich sehr schön. Ich bin doch froh, dass es nur singen muss. Das ist doch Benny von der Olsenbande, der das singt. Das sieht ja aus wie der Benny von der Olsenbande. Das ist was wie eine gute Laune, Tim. Ja, stimmt. Wenn er wieder im Abend noch höher ist. Singt er noch höher? Wenn er nicht gerade schlecht ist. Wahrscheinlich hat er wieder schlimme Kritiken bekommen. You gotta do what? I gotta believe. Ja, da muss ich erstmal instrumental machen, aber das glaube ich ist nicht so schwer. Ich hoffe, das hört sich nicht an. Nö, ich find's lustig. Ich musste bloß erstmal, ich musste es erstmal auf mich einwirken lassen. Das ist ja. Scheint ja ein ganz besonders lustiges Lied zu sein, auch sehr sozialkritisch. Also das schlimme Leben der Schokoladeneisverkäufer wird hier wirklich sehr deutlich dargestellt. Ich auch an. Was? Wie ist der Pop-Hit, den du letztens ins Bulletin gesetzt hast? Ich habe einen Pop-Hit. Das ist immer ein absolut kranker Pop-Hit, ja. Oh Gott. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Auf jeden Fall das Video, ich habe gedacht... War das keine Ahnung. Mit Evelyn Künicke? Das, Hopper, ich hab Weiker? Ja, genau. Der sei doch froh, dass du das nicht singen musst, Ludwig. Wieso hast du eigentlich ein Herz im Parappas Namen? Ein Herz? Ein Viereck habe ich gemacht. Ein Herz. Ja, das sollte ein Kreis sein, aber ich bin ausgerutscht. Ich finde, sieht aus wie ein Herz. Ja, nicht das Viereck, das was hinten dran ist, hinter dem Viereck. Hm. Oh, und so brutal durchgestrichen. Ich fühle mich diskriminiert. Ja, okay. Ja, also es hat mir Freude bereitet. Ja, mir auch. Es wird mir noch viel mehr Freude bereiten, wenn das Lied kommt. Ja. Vor allen Dingen, ich bin froh, dass es einigermaßen gut über die Bühne gelaufen ist. Ja, das war wirklich sehr unterhaltsam und auch schön designt. Ne? Jetzt hoffen wir, dass auch die Aufnahme was geworden ist. Ja, das ist die Frage. Vor allen Dingen, wenn man von Herzchen redet und die Zuschauer gar keine Herzchen sehen, aber vielleicht mache ich da was. Mal sehen. Ihr kriegt ein paar Rapperherzchen zu sehen, keine Angst. Simser malt es. Genau. Ich darf es nicht malen, sonst kommen gleich wieder Gerüchte auf. Nein, Simser malt das. Also dann. Parappa, Sieger. Yeah. Zum zweiten Mal eins meiner Battles gewonnen hier. Das letzte Mal beim Autofahren. Da habe ich fast überrundet. Und jetzt, aber ich war ja nicht Gegner diesmal. Zum allerersten Mal war es ein Battle, wo ich nicht Teilnehmer war. Sowas gibt's auch. Du bist eine Erfolgsperson im Internet. Beginne niemals einen Relativsatz mit wo. Es tut mir leid. Stimmt, sollte ich nicht machen. Den Fehler mache ich normalerweise wirklich nicht. Naja, auf jeden Fall, dann bedanke ich mich. Nicht zu lange, ja. Hat Spaß. Mir gerne. Sehr lustig. Ja, mal sehen, vielleicht, wenn mir die Zeit über mal wieder Fragen einfallen, vielleicht habe ich ja irgendwann mal wieder genug zusammen. Genau. Dann sagen wir jetzt mal alle zusammen Tschüssikowski. Tschüssikowski. Tschüssikowski, ja. Tschüssikowski. Oder war total und genial. So synchron wie am Anfang bei Schere, Stein, Papier. Alle dann, auf Wiedersehen. Jo. Ciao, ciao. Tschüss.